Nein, du musst dich filmen, hallo. Jo Leute, was geht ab? Wir machen genau da weiter, wo wir im letzten Video aufgehört haben. Und zwar jetzt ein paar Tage später. Beim letzten Mal waren wir hier bei Coolface Helm. Aber das war ja nicht alles. Und was damit jetzt, also was ich jetzt damit vorhab, ist da drinnen. So, das ist hier drinnen. Der ist nicht dabei. Hier ist das Teil drinnen. So sieht das aus. Also hier war ein besseres Bild, ne, hier, also. Und das machen wir jetzt mal auf. Es ist schon mal geile Box. Also. Und jetzt. Schon mal das Snack Drive Ding. Übrigens in der Farbe hier. Es gab mehrere, aber das war das einzige, was in der Größe gepasst hat. Aber es sieht auch cool aus, ne? Findet ihr besser? Schreibt mal in die Kommentare, findet ihr schlicht besser? Schwarz oder schwarz-weiß? Oder andere? Es gab noch andere Farben. Was würdet ihr nehmen? Schreibt mal in die Kommentare. Aber hier ist natürlich nicht nur das drin, sondern hier diese Schaumstoffdinger hier. Dieser Kabelkram. Also dieses Gurtsystem, was man darum machen kann, muss man nicht, aber gucken wir gleich, wie wir es machen. Irgendeine Tasche. Und die Anleitung. Und Werkzeug. Mit Schrauben oder wie? Machen wir mal auf. Soll das sein? Kinder! Dann sehen wir gleich. Wir haben hier das Werkzeug noch drin und die Anleitung hier. Keine Ahnung, was da jetzt steht. Und hier natürlich die Anleitung. Ja, genau. Beste. Natürlich hier die Anleitung. Ja, es sind andere Sprachen noch drin. Ja, doch, der Deutsch, ja. Ich würde sagen, wir bauen das Ding jetzt mal auf. Ne, wir machen das erstmal jetzt erstmal hier auspacken. Ne? Ihr wollt es ja auch sehen. Tun wir das erstmal hier beiseite. Zack, zack. Erstmal die ganze Zeit hier erstmal auspacken hier. Das ist schon echt heftig, ne? Was man? Schon stabil, ne? Also muss ja auch. Ein Teil. Dann machen wir mal das hier auf. Seht ihr übrigens hier, dazu kommen wir. Also. Hatten wir im letzten Video nicht an.
Dazu am Ende des Videos mehr. Das andere Teil. Und dann das Hauptding hier. Dinger hier. Und dann das noch, die Polster hier. Eins, zwei. Und ich würde sagen, wir bauen das jetzt mal auf. So, das haben wir jetzt mal aufgebaut. Und ich habe jetzt auch mal ein T-Shirt angezogen, weil ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt keine Kapuze hinten hast. Müssen wir auch mal testen, aber jetzt mal mit T-Shirt, sonst egal. Was wir jetzt noch machen, ist die Polsterung hier, also hier vier Stück. Gibt es einmal die dünnen hier, also in dünnen, und einmal ein bisschen dicker, und ich würde die hier erstmal drauf machen. Bauchgefühl, ich habe es noch nicht angezogen, aber ich glaube, die sind besser dafür. Die musst du einfach hier rausziehen. Das ist hier so ein Klettsystem. Ja, genau. Und dann die einfach da drauf machen. Jetzt will ich gucken, dass es auch gerade ist, einigermaßen. So. Dann hält das. So, zack. So ist das Ganze jetzt aus. Und genau, das haben wir dazwischen gemacht. Das ist halt, wenn da kein... Das kann man machen. Das also muss man aber... Nur wenn du mit Schlamm und so zu tun hast und Staub. Damit sieht aber besser aus. Dann nicht in diese Klammer kommt. Für die Optik sieht es besser aus, also lassen wir es dran. Genau, jetzt macht man das so auf. Ich hatte sowas noch nie umgehabt, ne? Ganz ehrlich. Ein richtiger Motocross-Fahrer hier. Und dann macht man das hier einfach. Nee. Nee, da. Genau. Richtig gut. So zu. Jetzt fahren wir hier FMX, ne? Ja, du für. Wir machen mal. Das wackelt ihn natürlich noch, aber wir ziehen mal Helm auf und gucken dann, wie das mal ist. Ja, Haare, ich hasse das immer, das ist halt egal. Machen wir den Helm mal zu. Und ihr seht ja, was ich meine. Guck mal, wenn du hinten jetzt aufkommst, geht dein Kopf halt nicht weiter und auch vorne hier. Oder auch seitlich oder auch hier. Und da kannst jetzt... Ist halt die Gefahr vermindert, dass du dir jetzt nichts brechen kannst, also... Wie sagt man das? Du kannst jetzt deinen Hals nicht weiter rausstrecken. Sieht man ja hier seitlich. So, oder vorne. Oder... Wenn man halt zu sehr seinen Kopf nach hinten streckt und bei der Landung irgendwas, dass man sich halt nichts Schlimmes tut. Ja.
Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Mit dem Gurtsystem, das kann man hier überall einstellen. Vorführeffekt jetzt so, zack. So sieht das Ganze jetzt aus, sieht vielleicht etwas ungewohnt aus, aber damit sollte man sich nichts mehr irgendwie hinten. Also es geht ja hier rum. Und auch, also, ne? Und auch bis da ganz unten. Dass man sich da halt nichts brechen kann oder irgendwas kaputt machen kann. Sieht man jetzt also nochmal hier, so sieht das Ganze aus. Die Gurte hier hinten auf dem Rücken. Und es geht halt darum, dass du halt, wenn du springst und landest und dabei abfliegst, dass du halt nicht deinen Kopf überstrecken kannst. Also dass du nichts da hinten kaputt machen kannst. Das sieht halt aus, wenn man nach hinten geht. Stoppt das, dass man halt nicht zu weit nach hinten geht, auch wenn man nach vorne geht. Stoppt das und auch seitlich. Also hier oder auch hier. Du kannst halt nicht deinen Kopf überstrecken und dass halt nichts passiert. Aber natürlich noch die Protektoren, also Rücken und Brust. Und das ziehen wir jetzt mal an und gucken, ob das auch damit passt. Gucken wir mal. Also erstmal Helm natürlich ausziehen, sonst geht das nicht. So sieht das Ganze aus mit der Jacke. Ich hatte nicht gedacht, dass es passt, weil es gibt Sachen, da passt es nicht, aber das ist kompatibel dazu. Zum Glück passt das. Und das sieht irgendwie heftiger aus. Ne? Also man steht auch gerade. Ich habe mich voll gewundert, er sagt es wegen der Wirbel, ne? Wie nennt man das nochmal? Sag nochmal. Ein Korsett. So, ja, genau. Du stehst auf einmal von alleine gerade. Normalerweise stehe ich ein bisschen so, was natürlich nicht gut ist, aber du kannst nicht mehr schräg stehen. Oder ne? Jetzt sieht man jetzt hier nochmal, also. Na, ja, hier, also. Und natürlich noch Bewegung, ist ja klar. Also, das engt nicht ein. Natürlich ist es erstmal ungewohnt, muss ich daran gewöhnen, aber. Da fühle ich mich auf jeden Fall sicher, wenn es eher weg, weil ich habe keinen Bock. Irgendwas, ne? Also, Backflips. Dann wieder. Nächstes Jahr, also morgen ist ja nächstes Jahr, also das Video kommt jetzt ein paar Tage nach Silvester raus, glaube ich. Ja, ungefähr so. Und wenn das wieder schön wird in 2-3 Monaten, dann müssen wir mal nach hinten gucken im Kopf und dann. Alter. Ja, ich würde sagen, das war's von diesem Video. Mal ein anderes Video, aber wie findet ihr sowas, also so ein Neckbrief? Findet ihr das nervt oder das ist gut oder was auch immer? Schreibt es mal in die Kommentare. Viele finden es nervig, aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil wurde nicht umsonst erfunden, sagen wir mal so. Und man muss natürlich erstmal dran gewöhnen, ist natürlich klar, aber man fühlt sich wesentlich sicherer als statt jetzt ohne das Ding hier, weil du könntest theoretisch den Hoodie auch hier drunter ziehen und dann das Ding rüber machen. Ja, das könnte man auch. Und da war natürlich noch was ich vorhin erwähnt habe, mit dem Hoodie, und zwar haben wir den getestet jetzt und jetzt auf Balchi, Link in der Videobeschreibung, gibt es jetzt mein Merch, habe ich schon mal erzählt, aber jetzt der Hoodie hier auch. Warte mal. So, will sich auch ganz zeigen, ne? Das kann ich mal meckern. Das ist mein hier Hoodie mit meinem LBB-Logo. Hier Hoodie in schwarz, LBB-Logo hier. Mit Taschen hat man hier. Und natürlich auch. So sieht der ganze aus. Ärmeln und natürlich auch Kapuze. Jetzt auf Balchi. Link in der Videobeschreibung.
Also wer Bock hat auf so ein Hoodie, checkt das Ganze mal aus. Und das war's von diesem Video. Natürlich auch leonboltschmerz.com. Wird alles hier unten verlinkt. Schaut da mal vorbei und jetzt war's das. Lasst ein Like und ein Abo da. Haut rein. Peace.